Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist. Das ist eine Teamaktion von meinen Teammädels, also von der Bastelwerkstattbande und mir. Da zeigen wir euch immer zu einem bestimmten Thema, das ich vorgebe, ganz viele Kartenideen. Und dieses Mal habe ich ganz, ganz viel Post bekommen, deswegen liegt jetzt hier auch noch nichts. Ich zeige euch die Karten jetzt dann gleich so nach und nach einzeln. Dieses Mal ist das Thema von unserem Teamgeist Lieblingsmensch. Eine Karte für einen Lieblingsmensch, für liebe Menschen oder Valentinstagskarte oder Valentinsgruß oder so. Also das ist so das Motto und genau, alle Ideen dazu seht ihr jetzt gleich in den Videos. Es ist total schön geworden, es sind ganz tolle Sachen dabei und ich hole mir jetzt einfach jede Karte einzeln ins Bild. Die erste Karte, mit der ich anfange, ist diese wunderschöne Karte. Ist die nicht toll? Ich finde, die ist wunderschön. Die ist schon so frühlingshaft und so frisch und die Farbkombination finde ich ganz toll. Echt. Die Karte ist von der lieben Swantje. Und ich fand es voll süß. Die Swantje hat die Karte für mich gemacht. Das finde ich voll toll. Lieben Dank, liebe Swantje. Das freut mich sehr. Ich habe hier für euch schon mal die Materialliste. So, ich hoffe, ihr könnt das alles gut lesen. Wenn ihr das braucht, könnt ihr einfach Pause klicken und könnt euch das alles anschauen, was da verwendet worden ist. Auf jeden Fall hat die Swantje hier diese wunderschönen Blüten verarbeitet aus der aktuellen Celebration. Und mit denen muss ich unbedingt arbeiten. Die finde ich total schön, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht. Ich habe noch keine Zeit, dass ich mit denen arbeite. Aber ich finde die total schön und die Karte ist richtig toll. Swantje, das ist wirklich, also es ist eine ganz, ganz tolle Karte. Und natürlich ist auch der Text wunderschön, der da drin ist für mich. Also Swantje, vielen Dank, du hast mich da sehr berührt. Freut mich sehr. Und die nächste Karte. Das ist diese wunderschöne Karte hier. Die ist von der lieben Vanessa. Die Vanessa ist ganz neu im Team, also im Januar jetzt in der Celebration eingestiegen. Und ich finde, die Karte ist ganz toll. Die hat hier so einen tollen 3D-Effekt mit dem Rahmen. Ich finde auch die Farben toll. Und was ich echt total schön finde, ist dieses Designerpapier im Hintergrund. Das fällt irgendwie am Anfang gar nicht so auf, aber wenn man sich das dann so anschaut, das gefällt mir richtig gut, aber es wäre zum Beispiel eins, wo ich, glaube ich, im Katalog drüber blättern würde. Das würde ich gar nicht merken, glaube ich. Aber wenn man es dann vor sich hat, dann, ich finde es immer interessant, wie dann die Sachen auf einen wirken. Ich finde es auch toll, mit den Ballonen gearbeitet hier. Du gibst mir Rückenwind ist ein ganz, ganz, ganz toller Spruch für dieses Thema. Und ja, also ich finde die Karte total schön, auch mit diesem Rahmeneffekt, das macht sich unheimlich gut. Und innen hat sie auch noch ein paar Herzen reingestempelt und wie schön, dass es dich gibt. Also ganz, ganz schöne Karte, liebe Vanessa, gefällt mir sehr gut. Das wäre jetzt zum Beispiel, finde ich, auch ganz toll geeignet für einen Mann, einfach weil es in den Blautönen gehalten ist. Und es ist schon von der Deko auch so ein bisschen auf den Mann abgestimmt, würde ich sagen. Also auch mit dem Hintergrundpapier und so, finde ich ganz toll und könnte man wunderbar als Valentinstagskarte machen, die einfach mal was anderes ist und was Besonderes ist. Also total schön. Ich habe hier auch für euch die Materialliste. Könnt ihr wieder Pause machen, wenn ihr es braucht. Und finde es total klasse, liebe Vanessa, dass du als Neuling in unserer Gruppe gleich mitgemacht hast bei unserer Gruppen-Challenge. Freut mich total. Vielen, vielen Dank. Die nächste Karte ist von der lieben Julia. Und Julia hat mir auch einen Brief geschrieben, dass sie jetzt endlich mal mitmachen kann. Aber ganz ehrlich, Julia, also das ist gar kein Thema. Du machst das einfach so, wie dir das passt und es zeitlich reingeht. Und auch wenn mal was nicht von Stampin' Up ist, dann ist das auch egal. Das ist gar nicht so schlimm. Wir haben schon gesagt, dass wir beim Teamgeist versuchen, mit aktuellen Produkten zu arbeiten. Aber wenn mal was anderes dabei ist, dann macht es überhaupt nichts aus. Und diese Karte finde ich auch total spannend. Die ist hier unter dem Herz einmal gestempelt mit dem gleichen Motiv. Das Motiv dann nochmal gestempelt. Also ich denke, es ist gestempelt mit Silber. Es schaut jetzt gestempelt aus. Es könnte natürlich auch mit Embossing, könnte man das natürlich auch machen, aber ich glaube, es ist gestempelt. Und das Ganze dann nochmal gemacht und einfach ausgeschnitten, oben drüber gemacht und so eine kleine 3D-Optik eingebaut. Und was natürlich total interessant ist, ist, dass du da auch die Schrift nochmal genau drüber gestempelt hast. Also die passt tatsächlich mit der unteren Schrift genau überein und ist nochmal so ein kleiner Hingucker und so ein kleiner Spezialeffekt auf dieser Karte. Ich finde auch die Sterne total schön und auch die Farbkombi finde ich gut mit dem Faungrün und dem rosanen Ton. Und mit dir ist jede Stunde eine Sternstunde, ist ja natürlich auch ein total schöner Spruch für eine Valentinstagskarte oder für einen Lieblingsmenschen. Also das finde ich ganz toll, ganz eine schöne Karte. Hier ist auch eine total süße Materialliste. Könnt ihr wieder Pause machen? Rokoko-Rosa ist die Farbe. Ich habe gerade geguckt, war mir nicht sicher. Rokoko-Rosa mit Pfauengrün kombiniert und Silber. Schön. Gefällt mir sehr gut, liebe Julia. Und vielen Dank für deinen Beitrag zu unserem Teamgeist. Die nächste Karte
Ich muss euch erstmal den Umschlag zeigen, der ist auch schon bestempelt. Diese Karte ist von der lieben Andrea und die Karte ist wirklich wieder ganz, ganz, ganz wunderschön. Ganz toll. Tolle, ganz andere Farbkombination, wie ich finde. Hier im Hintergrund ist es embossed, diese kleinen Herzchen. Dann haben wir hier dieses neue Set, herzlich bestickt heißt es, glaube ich, oder herzlich, aus dem neuen Katalog mit diesen Herzen. Die habe ich mir auch bestellt, die habe ich gerade hier. Und die sind auf der Rückseite weiß. Vorne sind sie so rot und rosa und hinten weiß. Und dann kann man die hier hinten mit Stempelfarbe in der Farbe anpassen, wie man es haben möchte. Und die liebe Andrea, ich zeige die Karte auch nochmal von innen und jetzt kommt's. Das geht in eine ganz besondere Kartenform. Hier kann man nämlich das Herz so aufmachen, damit du nicht vergisst, was für ein Schatz du bist. Und das Herz, es geht wieder so, es macht so klick, da ist ein Magnet dahinter versteckt und das ist wirklich eine coole Kartenform, oder? Also ich finde das wieder ganz toll. Also wirklich cool, oder? Ich muss das jetzt gleich nochmal machen. Klick, wie von Zauberhand. Ich habe hier für euch eine wunderschöne Materialliste von der Andrea. So, dass ich alles ins Bild kriege, genau. Und auch vielen, vielen Dank für deinen süßen Text, Andrea. Der ist auch natürlich total süß. Vielen, vielen Dank. Und so eine schöne Karte. Oh, toll. Ja, und für das nächste Set, muss ich schon fast sagen, muss ich ein bisschen rauszoomen. Ich habe nämlich von der lieben Heike hier einen ganzen, ganzen, ganzen Stapel Karten bekommen. Die Heike hat es nämlich so gemacht, sie hat mir erst zwei Karten geschickt und hat dann geschrieben, ups, sie hat gar nicht geguckt, ob sie mit aktuellen Produkten gearbeitet hat. Die Heike ist auch ganz neu in unserem Team, freut mich auch total, dass du gleich mitgemacht hast, Heike, wirklich super und dann auch noch so fleißig. Aber das ist gar kein Problem, also wie gesagt, wenn es mal wirklich was dabei ist, wo nicht von Stampin' Up ist, mein Gott, dann ist es halt so. Und gerade am Anfang hat man vielleicht noch nicht gar nicht so viele Sachen und deswegen macht euch da keinen Kopf. Also ihr müsst euch wegen mir hier keinen Stress und keine Arbeit machen, also das hat mich gleich beschäftigt, dass du das auch noch in der Pause gemacht hast, dass du dann nochmal gebastelt hast und so. Also wirklich, macht euch da keinen Stress. Ich freue mich über jede Karte und mein Gott, wenn es mal nicht von Stampin' Up ist, dann ist es so. Also da wirklich keinen Kopf machen. Vielen Dank auch für deine süßen kleinen Briefe. Also ich zeige euch jetzt erstmal, die Karte ist für mich. Total schön. Und dann habe ich noch einen kleinen Brief bekommen, der ist auch total süß. Auch mit einer kleinen Karte. Alles perfekt zusammengepackt. Also, dass es perfekt zusammenpasst, auch von der Größe total schön und sehr, sehr schön. Vielen Dank, Heike, für die lieben Worte. Und jetzt kommen wir zu deinen Karten. Ich halte hier mal kurz die Internetseite von der Heike rein, www.handgefertigt.info, oder? Ich habe das auf dem Brief stehen, ich gucke mal nochmal schnell. www.handgefertigt.info. So heißt die Internetseite von der Heike. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt zeige ich euch mal die Karten. Also, ich finde diese Karte unglaublich schön. Die ist total schlicht gehalten. Eigentlich nur mit zwei Farben gearbeitet. Okay, mit Schwarz auch noch, aber prinzipiell total schlicht gehalten und so, so schön. Ich finde, die ist total super. Ich mag auch das Designerpapier. Das ist ein älteres Designerpapier. Das ist wunderschön. Da habe ich noch Rest und kann es nicht verbrauchen, weil es so schön ist. Und also ich finde es total toll. Ich finde, diese Karte ist mega schön. Die ist so schlicht, elegant und also gefällt mir richtig, richtig gut, Heike. Total schön. Dann haben wir eine total lustige Schüttelkarte. Ich packe die alle aus, sonst spiegelt es euch so in der Kamera. Seht ihr das? Die kleinen Paletten in der Mitte, die kann man schön schütteln. Hier sind nochmal zwei Herzen. Außen schön die Herzen und einfach mal so ein Glas voller Herzen und voller Liebe ist doch auch cool, oder? Ist mal ein ganz anderes Thema. Also ich habe mir insgesamt gedacht, zu diesem Thema habe ich mir so ganz, ganz typische Herzkarten vorgestellt und das ist eigentlich gar nicht gekommen. Ihr habt lauter ganz besondere individuelle Karten draus gemacht und das finde ich total schön und finde ich ist ein super Ideengeber für dieses Thema, für jeden, der zuschaut. Und ich finde auch dieses Glas und diese Art so, dieses einfach was ganz, ganz anderes und was Besonderes. Gefällt mir auch total gut. Hier mit Schimmer und Glanz, Glitzer und wäre auch eine schöne Karte für eine Mutti. Mit Rosa wäre auch eine schöne Mama-Karte. Das ist auch eine sehr schöne Karte. Ach Gott. Also ich habe so viele schöne Karten von euch bekommen, wirklich. Vielen Dank, Mädels, ihr seid so toll. Das ist natürlich absolut mein Lieblingsmensch, absolut das Motto getroffen. Oder was heißt das Motto getroffen? Absolut. Auch noch den Titel unserer Session hier getroffen mit meinem Lieblingsmensch und diesem wunderschönen Stempelset.
Und das finde ich auch schön. Das ist auch eine schlichte Karte und trotzdem so, ja, auch wieder was Besonderes trotzdem. Also ich finde die sehr schön. Ich werde übrigens auch zu diesem Thema nur stempeln. Und das war so toll, einfach mal nur zu stempeln. Das zeige ich euch dann am Ende, was ich machen werde. Aber ich finde das auch immer ganz schön, wenn man Ideen bekommt, wo man einfach nur mal nur stempelt und nicht stanzt und so. Die nächste Karte ist diese Karte hier. Das ist auch wieder eine ganz, ganz tolle Farbkombination, weil du mir so wichtig bist, ist embossed hier unten der Text. Das ist auch sehr schön, passt unglaublich gut zum Thema, zum Motto. Und die Blüten, die sind auch einfach total schön. Also Heike, ich finde alle deine Karten total schön und ich freue mich sehr, dass du mitgemacht hast. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und dass du dir so viel Mühe gemacht hast und mir gleich zwei Briefe geschickt hast. Also, das hätte es gar nicht gebraucht. Aber vielen Dank. So, hier ist die nächste Karte. Ich habe euch wieder ein bisschen näher hingenommen. Die nächste Karte ist von der lieben Alexandra und das ist auch wieder eine ganz, ganz tolle Karte. Der Hintergrund ist, würde ich sagen, selber gestaltet. Das ist ein total schöner Farbverlauf von hell nach dunkel. Ich hoffe, das kommt in der Kamera gut rüber. Ich finde, das ist total schön. Dann kommen diese Herzen auch richtig zur Geltung in dem helleren Ton und die sind ja zum Teil mit Gold nochmal ausgestanzt und nochmal hereingeklebt. Das finde ich auch total schön. Und das Gold findet sich natürlich auch in der Wabe wieder oder in dem Bienenstock. Unzertrennlich wie du und ich, das ist auch wieder ein ganz, ganz toller Spruch. Und ich finde, das ist einfach eine wunderschöne Karte. Hier mit dem Blümchen noch. Also Alexandra, dies finde ich auch total klasse, die Karte. Ich finde das mit diesem Rotton, mit diesem Verlauf von der Karte, das macht sich unglaublich gut. Ich habe hier für euch einmal, wie ihr die Alexandra findet. Die Alexandra hat dieses super süße kleine Schweinchen als Logo. Das finde ich total cool mit den Flügelchen. Und hier ist die Materialliste für euch. Ihr könnt es gut sehen. Also der Hintergrund ist anscheinend mit den Fingerschwämmchen gemacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das mit diesen Walzen gemacht ist, aber hier stehen Fingerschwämmchen. Also total schön. Und wow, dass du das so, also das schaut so perfekt aus. Bei mir sieht man immer, dass ich das mit Fingerschwämmchen gemacht habe. Also ich hätte in diesem Fall hätte ich Walzen nehmen müssen. Also total schöne Karte. Vielen, vielen Dank, Alexandra. Schön. Jetzt haben wir ein Set. Das ist auch total cool. Das ist von der lieben Moni. Ich zeige euch mal kurz, wie ihr die Moni findet. Sie macht auch Videos hier bei YouTube. Und die Moni hat mir sogar eine Verpackung mitgeschickt. Die zeige ich euch gleich. Die ist mega cool. Und vorher zeige ich euch diese wunderschöne Karte. Die ist natürlich auch total schön. Also ich meine, die Stanze allein, also die Blüte, ich mag die unheimlich gerne. Ich finde auch das Designerpapier total schön. Hier mit diesem neuen Etikett. Ich glaube, das ist eins von den neuen. Die finde ich auch sehr schön. Und natürlich auch der Spruch. Ein Tag mit dir und ich blühe auf. Und schon blühe ich auf. Also wirklich total schön und auch eine ganz, ganz, ganz tolle Farbkombination, finde ich. Doch dass das Papier auch so einen Verlauf hat, das macht sich wirklich gut und findet sich dann so wieder in der Blüte und im Text. Also sehr schöne Karte. Vielen Dank, Moni. Und dann muss ich euch diese unglaublich coole Verpackung zeigen. Moni hat geschrieben, es wird Videos geben. Also ich hoffe, dass ihr diese Verpackung bei ihr auf dem Kanal als Video findet. Das ist ja total mega. Also ich hoffe, dass es einigermaßen rauskommt in der Kamera. Das ist ein Herz, das ist wie so diese Webtechnik. Also früher hat man da immer so, in der Schule haben wir das, glaube ich, mal gemacht, so eine Webtechnik, so eine Karte zu machen. Ich befürchte fast, dass es schlecht rauskommt. Aber hier seht ihr, das ist unterschiedlich. Hier geht es unter diesem Band durch und oben wieder raus. Und dahinter ist es auch so, es ist hier vorne gewebt und auf der Rückseite sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen besser. Da ist es auch so ineinander gewebt. Und durch diesen Webeffekt würde ich sagen, hebt diese Verpackung an der Seite auch. Da sind jetzt zwei Schokoriegel drin. Dann noch eine Schleife als Tasche. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Verpackung. Die finde ich total schön. Also wirklich. Lecker Schmecker zum Valentinstag. Schön mit Herz, schön in Rot, also wirklich perfekt. Und diese Webtechnik finde ich total spannend. Also möglicherweise, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte sein, dass man da gar keinen Kleber dafür braucht. Weiß ich nicht genau, kann ich wirklich nicht sagen und bin ich total gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass es da ein Video gibt und dass wir dann da alle kuxeln können und mehr lernen können, wie man so eine tolle Verpackung macht. Vielen, vielen Dank, Moni. Total schön. Die nächsten beiden Karten sind von der lieben Sina. Sina ist auch ganz neu in unserem Team. Also es freut mich total, dass so viele neue
Bastelwerkstattbandenmitglieder mitmachen. Das freut mich unheimlich. Vor allem, weil es ja jetzt ein wirklich kurzer Zeitraum war, in dem ihr Zeit hattet, da jetzt mitzumachen. Das finde ich total super. Und ich habe von der Sina zwei Karten bekommen. Die sind jetzt nicht komplett aus Stampin'-Up-Produkten, aber das macht nichts. Wie gesagt, das passt genauso. Ich fange jetzt mal mit dieser Karte an. Also das ist eine Karte, die ist eigentlich grundsätzlich total schlicht. Also Designerpapier, schöner Stempelspruch mit einem schönen Etikett. Aber durch das, dass das Designerpapier so lebhaft ist, wirkt die Karte einfach unglaublich cool. Auch in der Kamera jetzt mega, da hat die echt einen ganz, ganz tollen Effekt. Also ich finde, das ist echt eine coole Karte. Hier innen noch mit diesen süßen kleinen Herzen gearbeitet, total schön. Und das wäre auch eine coole Männerkarte, finde ich. Also da und ohne Bling Bling und nix. Also total schön, oder? Super cool, ganz tolles Papier. Und die nächste Karte, die ist auch wieder wunderschön. Also erstmal die Farbkombination finde ich einfach der Hammer. Das ist ganz, ganz schön. Ich finde, das passt irgendwie richtig gut zusammen. Und für all deine kleinen und großen Taten, du bist wunderbar, ist natürlich perfekt zu unserem Thema. Und die schöne Magnolie ist einfach der Hammer. Also die ist hier embossed und dann koloriert. Auch in einem ganz tollen einer ganz tollen Farbkombination. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Gefällt mir unheimlich gut. Vielen, vielen Dank, liebe Sina. Als nächstes kommt jetzt noch eine Karte, die eigentlich nicht zum Teamgeist geschickt wurde, aber die ich euch trotzdem unbedingt zeigen will, weil die so schön ist auch. Und zwar habe ich von der lieben Ella, auch ein neues Teammitglied, diese wunderschöne Karte bekommen. Eine Dankeskarte. Und die wollte ich euch einfach unbedingt zeigen, weil die... Also prinzipiell wird sie auch zum Thema passen. Danke für den lieben Menschen, kann man immer sagen. Und auch zum Valentinstag, warum nicht? Ich finde, das ist eigentlich auch perfekt zum Thema. Und ich finde, die ist richtig, richtig schön. Also wieder diese Farbkombination. Ich würde sagen, das ist Merlot-Rot und wahrscheinlich Blütenrosa, würde ich sagen. Mit dem Savanne kombiniert und noch ein bisschen Grün. Das gefällt mir total gut. Dann diese bestickten Rechtecke, die habe ich ja auch und nehme sie so gerne her, weil ich sie so schön finde. Und auch dieses Blütenset, das ist wirklich total schön. Und diese Karte wollte ich euch einfach zeigen, die ist einfach total schön. Auch wenn die Ella sie jetzt, glaube ich, eigentlich nicht fürs Video geschickt hat, aber ich finde, die ist toll. Ganz, ganz lieben Dank, Ella, die ist wunderschön, die Karte. Und auch noch eine kleine Verpackung, die eigentlich nicht fürs Video gedacht war, glaube ich. Die muss ich euch aber trotzdem noch zeigen, die ist von der Lisa, die habe ich noch bekommen, zusammen mit einer schönen Karte. Und ich finde, die ist einfach so süß. Die kleinen Füchse. Und dazu ist eine kleine Kinderschokolade, so ein kleiner Schokoladenaufzug ist das. Finde ich auch wunderschön und habe mich total darüber gefreut. Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach alles, was ich so finden kann in diesem Video. Es sind ja heute wirklich ganz, ganz viele Ideen. Ich werde euch jetzt dann langsam Stück für Stück alle Ideen reinlegen, die so um mich rumliegen. Halt, ich zeige euch vorher noch meine Idee. Und dann lege ich mal alles auf den Tisch, damit ihr seht, wie viel das eigentlich ist. Also dieses Mal ist wirklich ganz, ganz viel Post gekommen. Und für meine Idee muss ich auch ein bisschen rauszoomen, weil die Karten so groß sind im Kartenformat. Ich habe mir gedacht, also ich erzähle das alles im Video, wie es zu dieser Karte gekommen ist. Aber das ist meine Idee für euch. Hier stellt man nicht scharf innen, aber außen hoffe ich. Eine ganz, ganz einfache Karte, aber eine Karte, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat zu machen und die ich euch hoffentlich auch die Freude an euch weitergeben kann. Und ja, diese Karte ist definitiv für meine wundervollen Teammädels und mehr dazu erzähle ich in dem Video. Das kommt am Sonntag online wahrscheinlich. Da könnt ihr schauen, wie ich das gemacht habe und ja, also das ist einfach eine richtige gute Laune Karte für wundervolle, liebe Menschen. So würde ich das Ganze bezeichnen. Okay, dann lege ich mich jetzt alle Karten nochmal ins Bild. Ja, ihr Lieben, ihr seht, es sind wirklich unglaublich wunderschöne und ganz, ganz viele Karten dieses Mal. Ich kriege die gar nicht alle ins Bild. Und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken fürs Mitmachen. Und ja, ich hatte total viel Freude beim Auspacken von den Karten und ich freue mich einfach, dass ihr alle teilgenommen habt. Und ja, ich glaube, euch macht das auch Spaß mit der Serie und finde ich total schön. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und ich wünsche euch Zuschauern natürlich auch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr habt jetzt ganz, ganz viele Ideen und es sind auch ganz besondere Ideen. Also es sind nicht diese typischen Ideen zum Valentinstag, sondern es ist
immer was ganz Besonderes. Und ja, ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn ihr Lust habt, am Sonntag mitzuschauen, wie ich meine Karte gemacht habe, dann schaut natürlich gerne wieder auf dem Kanal vorbei. Ich sage jetzt ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von unseren Videos sehen wollt oder von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.